Ja, hallöchen, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Life of Dire 7. Ich habe gerade eben ein bisschen gelevelt. Das heißt also, dass ich ja das noch aufnehme. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Meine beiden lieben Schachers hier sind alle Level 10. Das heißt, sie sind Imber. Und das heißt, ich werde mal eben für Sarah Sachen kaufen gehen. Das habe ich nicht ganz vergessen. Ja, bei Weapon, Mystic Staff und Armor, nichts. Na gut, okay. Exit, dann haben die außerdem ganz viel Geld bekommen. Wie ihr seht, etwas nur 546 das Leveln. Server bekommt mal eben den Mystic Staff, macht noch ein bisschen sie ein bisschen stärker. Und ja, plopp. So, okay, gut, dann verkaufen wir den Kram wieder. Nein, Cell Staff für 13 Goldstücke. Wow, ist ja toll. So, und dann speichern. Und wir gehen erstmal, können wir um die Berge? Nein, können wir nicht. Wir gehen erst einmal erkunden, denn Gegner. Kann ich fliehen? Nee, kann ich nicht. Das ist scheiße. Egal, den kann man halt angemacht, es ist so fertig. So. Denn ich will nicht unbedingt einen Pfeffer brauchen. Gut, dann wollen wir mal. Denn es gibt hier irgendwo, das weiß ich, ein Secret. Es wurde ja schon davon gesagt. Ein Fischmann, also ein Fischmensch. Na super. 35 HP, auch das sollte kein Problem sein für uns. Von daher, 12 Schaden machen die. Naja, es geht. Ich schaue eigentlich ganz recht auf den Schaden. Ich schaue nur auf die HP eigentlich. Ja. Naja gut, also die sind geledigt. Hier unten ist nichts. Hier rechts dürfte dann irgendwo eine Höhle kommen. Oder so ähnlich. Und, ach du Scheiße, ganz viele Gegner. Na gut, so schaffen sind die es auch wieder nicht. Außer Server, die machen es ein bisschen kaputt, aber naja. Ich finde übrigens den Ost von den Spiegeln ja. Da und da ist eine Höhle. Ach nee, stopp. Was? Ein Fungi und eine Flytrap, also eine Fliegenfalle. Na super. Die scheinen jetzt aber nicht viel mehr was stärker zu sein als die anderen Gegner. Denn wir haben inzwischen so embarige Werte. Und ach, wir haben uns auch neue Sachen gelernt. Das kann ich mal Ihnen zeigen. Dem hat jetzt Rain of Fire gelernt. Sarah hat Research, Book und Blessing. Research ist, glaube ich, keine Ahnung, was das macht. Spells hat sie hier, Cleansing und Escape. Cleansing ist was, Medica in Final Fantasy. Und ja, und Escape ist halt und Schuss in Final Fantasy. Kostet übrigens 30 MP oder so. Also ganz viel. Und wir haben hier Dead Toad Lizard Man. Ja, ganz viele neue Gegner, aber oh Gott, die machen einen schon ganz schön Schaden. Ja. Meine Freunde, ja komm, stirb. Danke. So, 20 Erfahrungen, 26 Gold hätte ich auch leveln können. Na egal. Da unten. Ich geh jetzt in die Höhle. Was ist das für eine Höhle? Wird kein Name angezeigt. Das ist ja super. Irgendwie nennt mich die Höhle ein bisschen an die aus Fantasy. Dragon Fantasy. Was haben wir für Gegner? Darkfall, Mystic Fly. Ja, toll. Das ist ja wirklich sehr toll. Autsch. Oh, krass, Snowstorm, One Hit. Oh, auf alle. Ja, super. Das ist weniger toll. Und Autsch. Die Gegner sind aber. Langsam werden sie stärker. Gut, dass ich gelevelt habe. Ansonsten hätte ich jetzt mehr Probleme mit denen. Was ist hier oben? Hier oben ist irgendwie gar nichts, ne? Also eine Höhle. Höhle. Ah ja. Geht's lang? Wie viele Kämpfe? 10 Stück nur. Aha. Und noch mehr Gegner. Epiker nicht schaden. Oh, komm, stirb, danke. Kriegt man vielleicht doch noch das eine oder andere Level up. Was ist hier oben? Da gehe ich jetzt noch nicht lang. Das sieht irgendwie aus, als würde es lang gehen. Ich renne mal ein bisschen. Das vergesse ich immer, dass ich auch rennen kann. Das bin ich irgendwie von anderen Spielen nicht gewöhnt. Deswegen. Ja, gut. Eine Fledermaus. 19 HP nur. Wir machen auch nicht ganz so viel Schaden. Und sind schon tot. Okay, das war jetzt nicht gerade schwer. Es gibt, glaube ich, auch in diesen Spielen einen Modus, der sich Score Attack oder so nennt.
den ich vielleicht dann auch noch machen werde, nachdem ich das durch habe, das normale Spiel mal sehen. Dann spielt man, kämpft man gegen die Bosse, die spielt los, dass diese dann, also nicht unbedingt stärker, man selber ist schwächer. Und ja, das heißt, man selber ist schwächer und die Bosse sind halt auf der Level, den sie sind oder so. Und man muss sie besiegen, indem man schwächer ist oder schwächer ist, und bla bla bla. Und besser, je besser man sich da schlägt, desto mehr Punkte man muss, ähnlich. Aber naja, ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Ich meine, für 100% ist es jetzt nicht unbedingt so erforderlich, sage ich mal. Was ist das? A strong ring. Ein starken Ring. Aha, ein quick. Damn. Armor oder was? Oder Lippen? Nee. Server vielleicht? Nee. Ach da, Brettering, Stronging, Strange plus 50 Vitality plus 20. Ah ja, okay. Warum braucht sie die Stärke? Sie ist eigentlich Magierin. Ich hab sie auf Magie getrennt, aber egal. Wie viel Schaden macht sie jetzt für die Weise? 36 mal ein Hit. Meine Dame, du machst es aber ganz schön Schaden. Du kommst jetzt ja fast an Dem ran. Oh mein Gott. Das Ding hat sich jetzt gelohnt hier. Das Secret einzusammeln. Da, 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 da. Ich weiß nicht, ob es hier Achievements gibt. Das könnte ich mal nachgucken. Wo ist da Steam? Steam, geh mal wieder auf. Nicht beenden, sondern geh mal wieder auf. Nee, es scheint keine Achievements für das Spiel auf Steam zu geben. Na gut, dann und tschüss und tschüss und tschüss und sterb doch mal bitte alle hier. Sterb mal bitte alle. Danke. Irgendwie ist gerade das Ganze etwas lahm. Warum auch immer. Ah, okay. Ich glaube, das lag daran, was im Hintergrund war. Da hat er irgendwie jetzt ein bisschen rumgesponnen. Warum immer. Ich verstehe es nicht, aber egal. Das ist sehr, sehr seltsam. Hört doch mal auf diesen scheiß Schneesturm, der nervt mich. Himmel. So. Danke. Und jetzt würde ich gerne raus hier und... Was ist denn hier unten? Irgendwas Interessantes? Nee. Okay. Dann gehen wir jetzt zurück und gehen durch die... Höhlen, während wir von Pilzen verkloppt werden. Ist logisch. Pilze sind doch so böse Monster. Boah, ein Pilz. Oh, ein Pilz. Ich muss ihn töten. Ja. Mir gefallen übrigens die Monster Sprites. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube noch nicht, ne? Mir gefallen die Monster Sprites. Und dann gehen wir in die Höhle da und noch mehr Gegner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das konnte etwas kritisch werden. Oder auch nicht. Na gut, ich hab's mir eingebildet. So, da, dann gehen wir mal hier lang und hier haben wir schon eine Höhle. Und zwar ein Friedhof. Oh, a graveyard. I wonder if any of the tombstones have interesting writing on them. The monsters here are most dangerous than those near Paladinos. Stay close to them by my side. Oh, how romantic. My white knight in shining armor. Are all women like this? Das sind alle Malfrauen so. Na gut, dann wollen wir mal. Da, 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 da. Okay, wir stehen auf dem Grabstein. Was promotional tombstones provided by the Graveyard Foundation. All rights reserved. Geil. Ah ja. Und die sagen, glaube ich, alle dasselbe, ne? Genau. Da, 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 da. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt lang ging. Soll und kann und tun. Ein Geist. 45 HP. Eine Runde und tot. Von wegen diesem Stecker als Paladinos. Naja. Es ist gut, dass ich so gelevelt habe, Leute. Es hat auch nicht allzu lange gedauert. Eine Viertelstunde, glaube ich. Nur 20 Minuten ungefähr. Das war nicht gerade viel. Da können sich an der Spieler eine Scheibe von abschneiden. Need a new place to rest your dead body? Try Tombs Plus. Tombstone Superstore. Oh, Gegner. Nein, Guys. Und tschüss. Blob. Das ist... ja, die sagen alle dasselbe. Na gut. Und hier geht's auch nochmal lang. Okay. Und da ist eine Truhe. Was ist da drin? 180 Goldstücke. Wow, probier mal voll, wo ich das so viel Gold habe. Ach ja, das ist Grave Pass 1. Aha, okay. Grave Pass heißt das Ding. Das Gebiet. Aha. Und noch mehr Gegner. Eine Krähe. Und die ist ja voll nicht an die Krähe aus Dragon Quest angelehnt. Autsch, autsch, autsch. Na gut, die sind auch schnell tot. Von daher. Da, 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 da geht's nicht lang. Da, da, da. Ich finde die Musik so episch. Da,
Sie soll mal aufhören, hier immer so reinzuklassen. Das hasse ich hier die Pest.